Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen, Ihre Plätze einzunehmen und muss Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung mitteilen, dass Herr Ministerpräsident Bouffier heute gehindert ist, an der Sitzung des Hessischen Landtages teilzunehmen. Herr Ministerpräsident hat mich informiert, dass es in seinem unmittelbaren Mitarbeiterumfeld zu einer positiven Corona-Testung gekommen ist und er sich den Regeln entsprechend in häusliche Quarantäne befindet. Herr Ministerpräsident ist negativ getestet und es geht ihm gut. Die Regierungserklärung wird insoweit heute durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten, Herrn Staatsminister Al-Wazir, gegeben. Es ist eine Formalität, aber ich will sie Ihnen dennoch vortragen. Nach § 5 der Geschäftsordnung der Hessischen Landesregierung wird der Ministerpräsident im Falle der allgemeinen Verhinderung von den von ihm bestellten Mitgliedern der Landesregierung in der hierfür festgelegten Reihenfolge vertreten. Mit Schreiben vom 18. Januar 2019 und mit Kabinettsbeschluss vom 31. März 2020 sind entsprechend die Vertretungsregelungen im Kabinett angezeigt. Und daraus ergibt sich, dass der Staatsminister und hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Herr Tarek Al-Wazir, den hessischen Ministerpräsidenten vertritt. Soweit zu den Formalien. Ich muss Ihnen weiter, wollen Sie, da muss ich mal gucken. Ah nein, das finde ich, das ist noch wichtig, das sollten wir noch hinzufügen. Ich glaube, das ist einhellige Meinung im Hause. Wir wünschen allen Betroffenen von hier aus natürlich alles Gute, Gesundheit und gegebenenfalls auch gute Genesungen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in alter Frische. Herr Ministerpräsident und die restlichen Zuseher grüße ich ausdrücklich heute via Livestream und freue mich, dass Sie uns auf diesem Wege zusehen und zuhören können und auch den Verhandlungen entsprechend folgen können. Ich will Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung weiter mitteilen, dass die Fraktion der AfD mir mit Schreiben vom 21. Oktober 2020 mitgeteilt hat, dass der Abgeordnete Rolf Kahnt aus der Fraktion ausgeschlossen worden ist. Insoweit kann ich die 56. Plenarsitzung des Hessischen Landtages eröffnen und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung darf ich Ihnen Folgendes mitteilen. Die Tagesordnung vom 29. Oktober 2020 liegt Ihnen vor und noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Corona-Pandemie zielgerichtet bekämpfen, demokratische Legitimation sicherstellen, Corona-Winterfahrplan vorlegen, Drucksache 20-3971. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 2 und wird er dann mit Top 1 aufgerufen, oder wie machen wir das? Rufen wir mit Top 1 mit der Regierungserklärung auf. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Corona wirksam bekämpfen. Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Drucksache 20-3972 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 3 und wird, wenn Sie einverstanden sind, ebenfalls mit Top 1 nämlich der Regierungserklärung aufgerufen. Alle sind einverstanden. Außerdem noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Einstellung aller polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A49 und des Transports von Kastoren ins Zwischenlager Biblis. Drucksache 20-3973 wird hier auch die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Wird das auch mit der Regierungserklärung zusammen aufgerufen, dann rufen wir das auch mit dem Top 1 auf und wird dieser Top 4. Und schließlich haben wir noch einen Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, der eingegangen an den Plätzen verteilt ist. Das ist der Dringliche Antrag Drucksache Nummer 20-3974. Der Betreff lautet kein Schönwetterföderalismus. Der Landtag muss eingebunden und die Corona-Bekämpfung demokratisch legitimiert werden. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Dies ist der Fall. Und dann rufen wir das dann als Top 5 zusammen mit Top 1, also der Regierungserklärung, auf. Darf Sie fragen, ob Sie einverstanden sind, die Tagesordnung zu genehmigen. Hebt sich kein Widerspruch.
Bruch, dann sind alle einverstanden. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis ca. 16.50 Uhr. Ich darf Ihnen noch Folgendes Organisatorische mitteilen. Mit Schreiben vom 28. August 2020 habe ich die Abgeordneten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei und der Fraktionen über die hier im Hause ergriffenen organisatorischen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie informiert. In diesem Zusammenhang habe ich eine dringende Empfehlung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Liegenschaften des Landtages ausgesprochen. In der Einladung zur heutigen Sitzung habe ich darauf hingewiesen, dass aufgrund der durchaus stark steigenden Fallzahlen von Corona-Infizierten eine dringende Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch auf den Sitzplätzen im Plenarsaal ausgesprochen wird. Und ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal sehr dringend bitten, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch die Abstandsregelungen einzuhalten. Ich will das ausdrücklich erneuern. Ich sehe, dass Kolleginnen und Kollegen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen während der Sitzung. Ich will nur hinzufügen, ich bitte keine Zwischenrufe. Ich will nur darauf hinweisen, dass das die wirkungsvollste Maßnahme ist, im Falle von Positivtestungen die Quarantänemaßnahmen so weit wie möglich zu minimieren oder gar auszuschließen. Und ich glaube, dass es unser oberstes Interesse sein muss, die Funktionsfähigkeit der ersten Gewalt zu gewährleisten. Und zweitens ist es auch eine Frage der Kollegialität und es ist auch eine Frage des Verantwortungsgefühls. Und es ist selbstverständlich auch eine Frage der, ich will das mal so deutlich sagen, der Vorbildfunktion, die Abgeordnete den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber auszuüben haben. Kollege Günther Rudolph, bitte schön. Herr Präsident, vielen Dank für den Hinweis. Es ist eine Fraktion, wir benennen sie, nämlich die AfD, sich beharrlich weigert, eine Schutzmaßnahme zu ergreifen, die alle anderen auch schützen kann. Wir sind nicht bereit, dieses Verhalten hinzunehmen. Normalerweise würden wir jetzt eine Einberufung des Ältestenrats machen, aber die Menschen im Lande erwarten heute, dass wir uns mit dem Thema Corona-Krise und was können wir dagegen tun und wie können wir mit der Krise umgehen, heute behandeln. Wir haben am Dienstag Ältestenrat und Präsidium. Wir bitten Sie, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Wir jedenfalls lassen uns von der AfD an der Stelle nicht weiter, ich will das mal freundlich formalisieren, in eine Ecke drängen und Sie sind ohne Rücksicht auf die Gesundheit aller anderen bereit, ihr politisches Spielchen zu treiben. Es ist unakzeptabel, und wir sind auch bereit, daraus Konsequenzen zu ziehen. Herr Kollege Rudolph, vielen Dank. Ich will, bevor ich dem Kollegen Holger Bellino das Wort erteile, in aller Deutlichkeit auch das erklären. Ich habe bislang davon Abstand genommen. Das unterscheidet Abgeordnete von den Mitarbeitern, eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auszusprechen. Wenn die dringende Bitte so nicht vernommen wird, werden wir uns darüber, das ist mein Vorschlag, am nächsten Dienstag im Ältestenrat auseinandersetzen müssen. Und dann erwäge ich auch gegenüber den Abgeordneten dieses Hauses am Platz eine entsprechende Maßnahme anzuordnen, und zwar im Namen des Hausrechts und der Polizeigewalt, die der Präsident des Hessischen Landtages ausübt. Bitte schön, Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben mir einiges vorweggenommen. Ich schließe mich den Vorrednern an. Es ist nicht nur eine Frage der Symbolik, sondern es ist eine Frage des Anstandes, es ist eine Frage des Gesundheitsschutzes und eine Frage der Vorbildfunktion. Wer sich so verhält, wie die AfD-Kollegen das machen, gefährdet bewusst die Gesundheit anderer und er gefährdet die Arbeitsfähigkeit dieses Landtags. Es ist nicht so, dass wir die AfD brauchen, um in Hessen Politik zu machen. Ganz im Gegenteil. Dabei stört sie, vernünftige Politik zu machen. Aber es ist die Gefahr dabei, schweigen Sie, wenn ich rede, es ist die Gefahr dabei, dass dieses Haus und die Ausschüsse arbeitsunfähig werden und dass die Verwaltung arbeitsunfähig ist. Und das ist unverantwortlich, zusätzlich zu den gesundheitlichen Aspekten. Bitte Sie herzlich, Herr Präsident, in der Vorbereitung der Ältestenausschusssitzung alle rechtlichen Möglichkeiten, die man gegenüber dem besonderen Amt des Abgeordneten hat, zu prüfen, damit wir im Ältestenausschuss entsprechende Maßnahmen treffen können.
Herr Kollege Jürgen Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich stimme ausdrücklich dem Kollegen Rudolph und dem Kollegen Bellino in dieser Frage zu. Wir hatten dieses Thema mehrfach beredet. Sie haben ja selber, Herr Präsident, die Fraktionsvorsitzenden zu diesem Thema eingeladen. Ich glaube, es hat Vorbildfunktion, was wir hier als Mitglieder des Hessischen Landtags, als oberstes Verfassungsorgan dieses Landtages in die Bevölkerung signalisieren, was hier von Seiten der AfD-Fraktion gemacht wird, ist inakzeptabel. Das will ich hier ganz deutlich hinterlegen. Die AfD-Fraktion verhält sich auch so, weil sie wieder nach dem gleichen Muster verfährt, nämlich den größtmöglichen öffentlichen Klamauk zu machen, um Berichterstattung zu generieren. Das sieht man hier an der AfD-Fraktion. Und das sieht man auch daran, dass der Kollege Lambrou in den vergangenen Sitzungen hier einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat und heute trägt er ihn nicht. Und daran sieht man, dass das eine Inszenierung dieser Fraktion ist, um öffentliche Meinung, öffentliche Berichterstattung zu generieren. Wir verurteilen das und ich sage auch im Namen meiner Fraktion, dass wir das im Ältestenrat aufrufen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die Fraktion der AfD darf ich Herrn Kollegen Richter das Wort erteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke, Herr Präsident. Ich muss hier mal ganz klarstellen, das, was Sie hier machen, ist genau das, was wir seit Januar, Februar, März kritisieren. Was Sie hier betreiben, ist eine Instrumentalisierung, eine Vorführung anderer. 90% oder 80% derjenigen, die, lassen Sie mich bitte ausreden, ich war auch sehr still, wo Sie es ausgeführt haben. 80% derjenigen, die hier sitzen, haben Masken auf, die überhaupt nichts bringen. 80% der Leute, die hier sitzen, tragen diese, um nach außen zu tragen, was auch immer sie da wollen. Wenn man auf den Gängen die Masken trägt, mag das medizinisch-wissenschaftlich absolut, es mag medizinisch-wissenschaftlich absolut gegeben sein. Wenn ich an meinem Platz sitze, wo ich zu anderen Leuten entsprechend Abstand habe, wir sitzen hier mit 6 Leuten, wir sitzen hier nicht mit 18 Leuten, wir sitzen mit 6 Leuten, dann ist die Übertragung des Virus, Entschuldigung, nicht gegeben. Sie ist hier vor Ort dann nicht gegeben. Wenn Sie in diesem Land es nicht verstehen, wenn Sie es in diesem Land nicht verstehen, den Menschen klarzumachen, dass es eine gewisse Freiwilligkeit gibt, ja, sondern Sie eine Verpflichtung machen wollen, Sie gehen in die Richtung des totalitären Staates, und ich werde jetzt damit aufhören, weil das hier gar nichts zu suchen hat. Sie gehen in die Richtung, dass sie die medizinischen, wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt nicht aufnehmen, sondern sie alles politisieren. Bitte gucken Sie sich noch mal Ihre Modeaccessoires an, wo CDU draufsteht. Das sind keine Masken, die eine Virenübertragung abhalten. Bei aller Liebe, wer das hier sagt, macht sich lächerlich. Danke. So, Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Ich habe noch Herrn Felstehausen und den Kollegen Tippi und den Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, Kollegen Rock. Ich will noch einmal auf Folgendes hinweisen, Herr Kollege Richter. Dass dieses Parlament in Richtung eines totalitären Staates geht, weise ich ausdrücklich zurück. Und Herr Kollege Richter, ich will Ihnen sagen, ich bin derjenige, der hier die Sitzungsleitung hat, der am wenigsten rückt. Ich will Ihnen aber in aller Deutlichkeit sagen, ich bin empört über diese Wortwahl. Dieses Parlament ist die demokratisch gewählte Volksvertretung aller Hessinnen und Hessen. Und ich kenne keinen einzigen Beschluss dieses Hauses, der in die Richtung eines totalitären Staates geht. Ich glaube, Sie sollten in sich gehen. Ob die übergroße Mehrheit aller Hessinnen und Hessen ein Parlament gewählt hat, das Maßnahmen ergreift, die in eine totalitäre Richtung gehen. Ich bitte Sie eindringlich darum, Herr Kollege Richter, in sich zu gehen und sich das wirklich vor Augen zu führen, was Sie diesem Parlament oder mit den Bürgerinnen und Bürgern hier derzeit gesagt haben mit diesem Ausspruch. So. Ich möchte jetzt, wenn Sie einverstanden sind,
Die Wortmeldungen, die mir noch vorliegen, aufrufen. Dann schlage ich Ihnen vor, dass wir dann in die Debatte eintreten, dass wir dann die Regierungserklärung uns anhören, dass wir dann in den Austausch der Argumente gehen. Denn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erwarten von uns Lösungen. Sie erwarten von uns Antworten auf ihre Probleme und nicht die Befassung mit einer derartigen Geschäftsordnungsfrage. Und das wollen wir anhand der Regierungserklärung und dem dann folgenden Austausch über die Regierungserklärung tun. Ich glaube, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern im Lande Hessen schuldig. Und ich würde Ihnen dann vorschlagen, dass wir alles Weitere zu diesem Sachverhalt im Ältestenrat am nächsten Dienstag erörtern. Kollege Felstehausen, Sie haben das Wort. Herr Landtagspräsident, vielen Dank für die Worterteilung. Was wir hier jetzt gerade feststellen, ist tatsächlich ungeheuerlich. Ich bezeichne das tatsächlich als einen Angriff auf demokratische Organe, weil sie wissen, was sie damit anrichten, wenn sie sich so verhalten, in zweierlei Hinsicht. Einmal in Bezug auf die Akzeptanz von Maßnahmen. Wir haben uns heute hier getroffen in einer Sondersitzung, weil wir eine dramatische Situation haben und weil wir auch appellieren wollen an die Hessinnen und Hessen, jetzt besonnen zu handeln. Und das, was Sie hier machen und was Sie hier vorführen, ist genau das Gegenteil dessen, was wir hier heute zum Ausdruck bringen wollen und müssen. Das Zweite ist, Herr Richter, wenn Sie sagen, es würde doch gar nichts bringen. Wir kennen die AfD inzwischen genügend, als dass wir wissen, dass sie von jeglicher Wissenschaft und Erkenntnistheorie vollkommen befreit sind, in jeglicher Angelegenheit. Ich möchte nur mal daran erinnern, und das ist Konsens in jeglicher Wissenschaft, was die Verbreitung der Aerosole angeht. Und das betrifft hier auch diesen Raum. Und insofern, natürlich bringen auch Masken zum Schutz von einem selber und auch der anderen etwas. Und das Letzte, Herr Richter, wenn Sie sagen, Sie wären ja bereit, im Haus Masken zu tragen, ich möchte nur darauf hinweisen, eines Ihrer Fraktionsmitglieder, ist mir selber widerfahren, drängelt sich ohne Maske in einen Fahrstuhl, wo Maskenträger sich aufhalten und sagen, Ihnen würde das nichts angehen. Das ist die Haltung der AfD, das ist die Ignoranz gegen alles, was demokratische Prinzipien angeht. Und Ihr Ziel ist es, uns hier lahmzulegen. Und wenn Sie das nicht inhaltlich schaffen, dann versuchen Sie es auf diesem Weg. Das müssen wir deutlich zurückweisen. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Nächste Wortmeldung, Kollege Tippi hat zurückgezogen. Der Kollege Rock hat die nächste Wortmeldung. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde, wir sollen die Debatte im Ältestenrat weiterführen, weil die Bürgerinnen und Bürger von uns eine seriöse Befassung mit dieser Herausforderung der Pandemie in unserem Land erwarten. Und alle Fraktionen, die einfordern von der Landesregierung, dass sie sich ernsthaft den Herausforderungen stellen wollen und dass wir als Parlament der richtige Ort sind, die Ängste der Bürger ernst zu nehmen, der möchte nicht an einer solchen Debatte sich beteiligen. Und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger können sich selbst ein Bild machen, wer sich hier wie verhält. Und das ist, glaube ich, auch ausschlaggebend. Darum machen wir das ja auch hier. Aber ich möchte Herr Lambrusi ausdrücklich bitten, ganz persönlich als Abgeordneter, der neben Ihnen sitzt, das ist ein ganz enges Fenster, neben dem wir sitzen, dass Sie mir gegenüber Respekt zollen und eine Maske heute tragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Ich rufe damit auf die Entschuldigungen des heutigen Tages. Entschuldigt fehlen die Kollegin Ulrike Alex, SPD, Kollege Decker, SPD, Kollege Karl-Hermann Bolldorf, AfD, Kollege Dirk Garf, AfD und, wie bereits gehört, der Kollege Volker Bouffier, CDU und Ministerpräsident. Darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann gibt es auch noch ein paar erfreuliche Dinge, nämlich runde Geburtstage. Und zwar ihren 40. konnten feiern am 15. Oktober die Kollegin Sandra Funken und am 29. Oktober der Kollege Moritz Promny. Frau Funken gehört, wie wir alle wissen, der Fraktion der CDU an und der Kollege Promny den Freien Demokraten. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, viel Gesundheit vor allem. Und wir freuen uns, dass Sie Kolleginnen und Kollegen von uns sind. Wir hoffen, dass Sie trotz der misslichen Bedingungen ein wenig feiern konnten. Heute darf ich gratulieren, und das ist ja nun wirklich ein
toller Anlass, so zusammenzukommen. Der Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Frau Kollegin Böhm, heute haben Sie Geburtstag. Ich sehe schon einen Blumenstrauß von Frau Wissler an, Frau Böhm. Alles Gute für Sie. Und der liebliche Kollege Lotz, wird der Kollegin unter Einhaltung der Abstandsregelung eine gute Flasche hessischen Weines überreichen. Danke, lieber Heinz. Danke schön. Damit bin ich am Ende der amtlichen Mitteilungen angelangt.